Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid zu dieser Tibet-Fest. Und wir feiern heute das 25-jährige Jubiläum der Verleihung des Nobelpreises an seine Heiligkeit der Dalai Lama. Und zuerst möchten wir das Porträt seiner Heiligkeit, das auf den Thron gestellt wird. Und ja, hier stehen Sie alle auf, denn wir empfinden seine Präsenz in der Kultur. Besondere Tradition in Tibet, etwa wenn wir zum Anhörlama gehen, werden eine Kadak da, bei Hochzeiten, bei Gewinnverleihungen, wenn wir jemanden verabschieden, wenn wir jemanden stirbt, dann nehmen wir Abschied, indem wir eine Kadak auf die Leine nehmen. Eine wichtige Persönlichkeit, wie bei höheren Politikern, geben wir die Kadak in die Hand. Bei Lamas legen wir sie vor ihn auf den Tisch, bei Freunden und Hochzeiten legen wir sie um den Hals. Kadak ist ein Symbol des Glückwunsches, des Vertrauens, der Dankbarkeit und Respekt. Den Kadak ist auch ein Geschicht mal. Denn das Kadak ist ja die Tapse, die in der Janan-Schule. Die Minjujin, die Jadu-Junin, die in der Tintesan-Tagio-Che. ཁ་ད་ཁུང་ལ་ཡོས་ཁ་ད་ཆ་ཡེ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 ་ལ་ཡོས་ཁ་
And the child of And the Kanjin Femin Hake, shooting Niki Uti, Dishin Niki Kemne, some Nishi Debe, and Doa Yungin Ada, Shiji Femi, Kemu, Lana Mebu Uti, near the ring, Kuja Danta, the Sunday Munchin Femi,
yongi tsapshu me, nje daikyan, pyo tang tsapshi na, anzu di, gyanagi tanda, ish, tuyulu shi nyamdo pyo rin, samba nyamdo la di shiru. Oh.
Nun gedenken wir unsere Landsleute, die unter der Zelebration und der Joch der chinesischen Besatzung ihr Leben verloren haben. Und sei durch Selbstverbrennung, sei es durch die Brutalität der chinesischen Behörden, die sie umbrachten. Wir möchten eine Minute für sie schweigen. Thank you.